steigt bei Askalp aus. Ja, und normalerweise geht dieser Satz weiter mit, weil er eine Solo-Karriere starten möchte. In diesem Fall aber nicht. Chris steigt bei Askalp aus, weil er wieder zur Schule gehen möchte. Das hat man vorher, glaube ich, so noch nie gehört. Ja, die meisten, wenn sie erstmal dieses glamouröse Popstar-Leben haben, die wollen ja nicht mehr aufhören damit. Aber dass jemand freiwillig sagt, ach hier ist doch alles überbewertet, ich habe keinen Bock mehr, diese ganze Musikbranche, ihr könnt da hingehen, wo der Pfeffer wächst. Der hat wirklich gesagt, er möchte mit niemandem aus der Musikbranche noch was zu tun haben. Also er wird dann auch nicht hin und wieder mal mit irgendwelchen alten Aspire-Kollegen in den Urlaub fahren oder so. Er möchte komplett den Kontakt zur Musikbranche abbrechen, damit gar nichts mehr zu tun haben und jetzt wieder ein ganz normaler Schüler sein. Wie findet ihr das? Auch eine interessante Reaktion. Vielleicht habt ihr da draußen ja eine andere Meinung. Also unser Publikum meint, wie ihr das seht, denn wir haben schon einige Reaktionen von euch eingefangen. Und zwar schreibt zum Beispiel Karin. Nein! Hat sie wirklich geschrieben. Ich bin am Ende. Jetzt ist Chris weg. Ich war bei Michael schon am Boden zerstört und bin zwar kein Ersatz. Wieso, der ist so süß. wenn Chris jetzt auch noch ersetzt wird, dann kann ich einfach kein Fan mehr sein. Chrissy schreibt zum Beispiel, ach so. Interessanter Anfang. Ach so. Und ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass es die Band noch lange geben wird. Was ist das für ein Anfang? Als letztes Jahr Michael schon ausgestiegen ist, hatte ich ehrlich gesagt schon Zweifel. Zum Glück waren meine Befürchtungen nicht wahr. Aber diesmal ist es, glaube ich, noch härter. Die Rechtschreibung ist wirklich kompliziert, ne, liebe Leute, aber gut, darum wollen wir uns jetzt gar nicht kümmern. Izzy Lady schreibt, das ist sowas von schade und traurig. Wir können Chris verstehen, aber hätten es besser gefunden, wenn er es nicht so endgültig gemacht hätte und sich eventuell nur eine Auszeit genommen hätte und dann mal geguckt, was er wirklich möchte. Wir glauben, er wird es eines Tages bereuen und wir hoffen, dass Aspire einen Ersatz casten. Ich denke schon, sie wollen ja weiterhin Aspire heißen, da brauchen sie natürlich 5 Typen in der Band. Ja, ich weiß noch damals, als Robin Williams bei Take That ausgestiegen ist, da war ich am Boden zerstört, ja, da hat auch so eine Sorgenhotline eingerichtet. Ja, da war ich dann die ganze Zeit am Telefon, warum, kann der nicht zurückkommen? Und deswegen haben wir uns gedacht, heute sind wir eure Sorgenhotline. Ihr könnt bei uns anrufen und sagen, wie ihr das findet. Und zwar unter der Telefonnummer 01378 400 409. Da könnt ihr euch so richtig auskotzen. Und jetzt gibt es nochmal eine Erinnerung an gute alte Zeiten, als der Chris noch bei Verstand war und noch nicht irgendwie so eine Flausen im Kopf hatte, von wegen wieder zur Schule gehen und so Blödsinn. Also wir kommen jetzt Aspire mit Chris und mit dem Liedchen Just Because of You.